eigentlich ist die ganze Chose ganz einfach zu erklären. Um das Leben, das einzige relevante Ziel erreichen zu lassen, nämlich sich zu erhalten und übererfolgreich im sich fortsetzen gegen die Konkurrenzierung durch andere zu proliferieren, benötigt es zunächst jene Simulation, die dieser genialischen eigenen Reorganisations- und Reparationsfähigkeit, der Integralisierung alles eigenen Körperwissens, aller eigenen Körperfunktionen korreliert, in dessen drei tubulären Systemen, aber lassen wir das. Benötigt es also zunächst jene Simulation, jenes Theaterschauspiel, die in einem Stück spielt, das nie enden wird, das also von seiner Sterblichkeit und seinem Enden, so wie in der Gnade, die dem Tier beschert ist, nichts weiß. Aber es weiß auch nicht einmal etwas von einem Theaterkritiker, also einem Reflexionsvermögen auf die eigene Existenz. Denn sie benötigt das nicht für die Handlungen oder ihre Vorhersehungen, sondern muss einfach instinktiv reagieren können, um jedoch gegenüber dem Tier, das noch perfekter und noch weniger verletzlich, wenigstens seit dem Urunfall des Menschen, dieses nackten, hilflosen Affenwesens, fungiert, braucht es zweitens dieses Aufbruchs, dieses Auswurfs, dieser Nichtigung, dieser Negierung, dieses Umkehrvorgangs, die ein Prinzip einführt, das letztlich unbewusst und undenkbar bleibt, aber kurzzeitig aufklafft, des Tödlichen, des Aussichtslosen, des eben doch nicht Unsterblichen, des Endlichen, des Verletzlichen, des Aufgerissenen, des Verletzbaren, des Verwundeten, des Traumatisierten. Aber dieses hin wiederum fungiert in seiner gegenläufigen Funktion alles das, was an Existenz dabei kurz aufklafft, dann mit dem Schreck, Terror, Horror der Selbstvernichtung, das Selbstzerstörungsprogramm ausgestattet, jenen heillosen Schrecken, jene Gespensterbahnreise auslöst, die das Wesen nicht verzagen oder ins Boxhorn sich jagen lassen wird, sondern dann verzweifelt er umso mehr, als seine Energien und seinen Mut zusammenreißen wird, um, wahrlich, wir sind verloren, wenn wir nicht verloren wären, um, wenn man schon verloren ist, nichts mehr verloren zu verlieren hat und alles gewinnen kann, alle Horizonte, alle in diesem Vorgang nach außen ausgedehnten Unfasslichkeiten, Unergreiflichkeiten, Ausgedehntheiten, Endlichkeiten, Unendlichkeiten, alles, was vorher positiv Nähe, Anwesenheit, Erfassbarkeit, Ergreifbarkeit, Vollversorgungs, 5 Sterne, Hotel, Bequemlichkeiten war, nun wie der Handschuh umgedreht wurde in ein Äußeres, in ein Unerreichbares, in ein Unwiederholbares, ein immer an Abwesendes, in ein Verklärtes, Entrücktes,
Melancholisches, auf ewig Verlorenes. Und gerade diese Aussichtslosigkeit, gerade diese nicht wieder ohne Einholbarkeit, wird dann den zweiten Punkt dieses Durchgangs des Theaterstückes, der nun mit einem Schluss versehen ist, der Vorhang fällt, als Gegenkontrastierung das ganze Spiel qua Kontrapunktik der Gegenwelle, die unter der anrollenden, immer an der Oberfläche positiv erscheinenden Welle in den Untiefen zurückkehrt. Sodass dann drittens der ganze Schluss wieder erfolgt, ob dieses undenkbaren, unerträglichen, dieses aussichtslose nur scheinbar anerkannt werden kann, nur scheinbar gedacht werden kann. Der Tod, das Aussichtslose, das Unweigerliche ist nicht denkbar und also wird es erneut verworfen. Die Verwerfung wird durch Verwerfung aufzuheben versucht. Man kehrt in die Simulation zurück, in eine Simulation nach dem Absturz, nach dem Durchgang, nach dem Höllendurchritt kehrt man zurück in die jubilatorischen Himmel. Das Wiederauferstehung, das wieder von den Toten erweckten und glaubt erneut, dass das, oder spürt erneut, dass das nie zu Ende gehen wird, dass das immer weitergehen wird, und hat man nicht recht. Nur durch diesen Durchgang der beiden aufeinandergehetzten Seiten des Anaximander, nämlich des Heraklits gegen Parmenides, erfolgt der Ringschluss, sie alle zu knechten, vermittelt durch das Rhizom, vermittelt durch die Matrix oder das Myzen, dass all diese Vorgänge eben auf das eine einzigartige, unwiederbringliche, aber allein relevante Ziel der Drittveränderungsdurchgänge, der Neutransformierungsdurchgänge hinführt in seinem Prozess, in seinem Durchgang. Und dieser Prozess ist deshalb ewig, weil er nicht aufhören wird können, sich immer wieder weiterzuschreiben, immer wieder weiter die Wellenfronten an das Gestade führen wird, um sie brechen zu lassen. In seiner Oberflächlichkeit, seiner Energiewellenfelderungs-, Musterungs-, aktual als Ob-Zusammenballungs-Konfigurationsformen à la Schrödinger. Der einzige Freiheitsgrad, der hier in diesem Energie- und Masseprodukt immer gleich sich bleibenden Feld herumfeldert, herumwallen macht in seinen ternieren Durchgängen. Simulation Null, in dem das Wesen nichts von außen weiß, Simulation, nein, Zerstörung der Simulation Null, durch den Auswurf hinausgeworfen werden, ausgeliefert werden, ausgesetzt werden in eine tödliche Welt, um dann nach dieser zweiten Stufe der unerträglichen Vorstellungen wieder in die Selbstillusionierung der Simulation 3 einzukehren, die Drittveränderungsproduktionen damit zu schließen, wieder daran zu glauben, dass das nie enden würde, dass das Unerträgliche, dass das Unendliche, dass das Unfassliche, dass das Aussichtslose eben doch nicht aussichtslos wäre, wenn man eben genau das vollzieht, über was wir gestern ausführlich gesprochen haben. Die Abwehrvorgänge, diejenigen, die sich gerne der Simulation unterziehen und dem großen Strom des Heraklits mitschwimmen, unterwerfen, und diejenigen, die wie die Iltisse in den Schlingpflanzen sich verheddern und protestieren dagegen. Aber auch sie werden in ihrem
nicht anerkennen können des Unanerkennbaren, dann lediglich auf solche Fragen kommen, die wir jetzt nicht wiederholen, weil sie gestern schon ausgeführt worden sind. So, jetzt kommt es gleich zum Sonnenaufgang.